Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Professor Plays. Es geht dem Ende zu bei Castlevania Bloodlines und dank exzessivem Safe Scumming haben wir uns zum Boss Gauntlet am Ende durchgekämpft. Es geht gegen den Tod. Muerte wie der Tod. Der uns Karten spielen lässt, ich weiß nicht. Ja, Tod. Das ist eher ein easy zu dodgen. Ah, das meint Atlant. Das könnte mit der Subweapon, glaube ich, ganz gut gehen. Und... Ach, nicht. Okay, ja, so könnte es gehen, so wird es vermutlich langfristig nicht gehen. Weil getroffen werden scheinbar diesen Boss-Gauntlet eine Katastrophe ist. Aber nichts, das man nicht mit einer Ladefunktion und einem guten Tee ausgleichen kann. Ich glaube, das könnte jetzt schnell in meinem Untergang enden. Ja. Allein wegen Subweapon-Armor und sowas zahlt sich hier nicht wirklich aus, noch mit dem zweiten Leben zu arbeiten, ganz ehrlich. Ja, tot. Hammer ist ja schon gut. Ich sollte nicht so viel Subweapon-Armor verbrauchen, das wäre geil, wenn sie irgendwie den... Brauche ich da nur einmal? Das nennt man Suizidangriff. Wenn ich mir ins Gesicht springe. Aber gut. Wir schaffen zumindest einen Boss, ohne zu verrecken. Also, wenn ich mich erinnere, drei Bosse hier und... Ja, alles klar. In das Pattern muss er wieder reinkommen. Langweilig. Das ist ein bisschen zu früh. Das könnte mit der Super Subweapon interessant werden. Also heißt das, dass einer nicht gleich Sucker punchen dürfte. Wenigstens macht er nicht so obszön viel Schaden. Eieiei. Schaut's, wie gut ich dem wehtun kann. Ist Humming resettet?
Habe ich ihn? Habe ich ihn? Yes. So, mal schauen, ob wir den vernünftig kriegen. Es ist scheinbar eh nur die Wyvern da oder Vampire Ghoul oder was auch immer das sein soll. Okay, diesmal hätten wir schon zwei geschafft. Das war der falsche Button. Oh, Double Heals, nice. Damit bleibt das Dino noch. Mr. Fledermaus über, oder Flederlaus, oder Lausfleder, oder... Nennen wir ihn einfach... unfreundliche Person, ei! Weiß nicht, muss man dann gegen den Tod selber noch kämpfen? Das habe ich erst vergessen. Ah, der war schön. Der war nicht schön. Na, wie viel Schaden macht das Drecksviech? Ja, da muss man alle nämlich nochmal machen, oder? Ich check das noch aus, bevor ich la... Dann wenn ich alle... Es ist schon ein ziemlicher Gauntlet hier, vor allem wenn man den dann mit 5 Äxten macht. Ja. Ja, nein. So machen wir es nicht. Grüß Gott, das ist der Tod. Leider ist meine Not noch nicht vorbei hier. Ja, ist eh gut, wenn wir mit dem anfangen. Okay, ich kann mal probieren, wie gut funktioniert meine ganze Subweb-Mamo. Hat er mich erwischt hier oder verliere ich automatisch die? Okay, wenn ich meine ganze Artillerie verschieße, haben wir das hier. Der Sound wie ein Crash ist aber schon super irgendwie. Sag ich mal so, ich habe die vage Hoffnung, dass wir vielleicht in 20 Teilen damit fertig werden. Ne? Das sollte ja Episode 19 werden. Der wird jetzt zugegebenermaßen schwer ohne Subweapon-Laming, aber mal schauen, das schaffen wir schon so. Ja, was ist das für ein Manöver? Der verwendet da irgendwelche Akrobatik, die mir nicht ganz geheuer ist. Ich
Okay, wieder two down. Dann hätte ich nachher nur noch die Heilung und den Schuss. Das könnte ja eine... Kann ich bitte ein bisschen Personal Space haben hier? Lieber? Oder? Ja. Das beginnt langsam kritisch zu werden, ja. Vor allem, wenn man in den Gegner reinspringt. Fürchterlich. Okay. Aber wir haben gesehen, wir haben schon fast. Das heißt, ich muss den Glockwerk hier ohne Superweapon erledigen. Was mache ich bei dem hier? Ein Hit, ein Hit, ein Hit. Noch ein Hit, okay. Es gefällt mir nicht, aber... Ein Katzen gefällt dafür, der warme Heizkörper. Wenn man hier Kratzgeräusche hört, das ist die Katze hinter mir. Ja, guter Plan. Beim Gamen Kopfstöße zu kriegen, ist der Konzentration, wie wir alle wissen, ungemein förderlich. So, das könnte jetzt ein bisschen schwerer werden. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den zuerst machen muss und mit der Subweapon in den nächsten Stage schießen muss, damit ich eine Chance habe. Ich glaube auch in höheren Schwierigkeitsgraden schießt er mehr Feuerbälle und gibt weniger Fleisch oder irgend sowas, aber... Okay, sich in die Enge treiben lassen ist natürlich besonders intelligent. Ich bilde mir bei der Fledermaus, habe ich mir so schon schwer getan. Der habe ich es jetzt gegeben. Vielleicht sollte ich lang genug warten, bis ich eine Ahnung habe, worauf ich schlage. Vielleicht kann ich das ja manipulieren. Ich darf auf jeden Fall nicht so stehen, dass ich... Ja, ich liebe das, wenn man in dem dreimal drinnen steht und... Okay, jetzt habe ich generell die Konzentration verloren und da komme ich nicht mehr lebend raus. Gut. Ich entschuldige mich für die Länge hier, aber irgendwann schaffen wir es. Fast.
Okay, nehmen wir das als Kompromiss. Gut ist es zwar nicht, aber... Ich meine, das Design ist schon lieb, dass man da runterkämpfen muss. Nur in der anderen Stage hat man halt den Vorteil, dass man mit dem Floß, mit dem Wasser runtersinkt. Jetzt wäre ein bisschen Leben nass. Wobei, wenn ich mich nicht blöd anstelle. Sag ich und stell mich unglaublich blöd an. Warum macht das so viel Schaden? Ich habe ihn, glaube ich, einmal besiegt, ohne angekratzt worden zu sein. Und wenn man da einmal erwischt wird, dann Combo da einen weg. So. Versuch, ich weiß nicht, 9, 10, 37. Seine Patterns machen mich auch fertig. Ja, gut. Das hat mich jetzt geil raufgeklebt hier. Irgendwie... Okay, wenn er mal in der Form ist, ist er wenigstens mit halbem HP nicht schwer zu schlagen. Jetzt könnte ich das eine oder andere Leben brauchen hier. Mal schauen. Das ist nicht das eine oder andere Leben, aber... Jetzt könnte ich Leben wirklich brauchen. Das Problem hilft nichts. Wenn ich nicht an diesem Flederding vorbeikomme, ist alles andere relativ wurscht. Spannende Sache. Oh, Leben. Ich bin nicht chancenlos. Okay, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir es geschafft. Tolle Aussage, ich weiß. Hat das Mist wie das auch vorher gemacht? So? Es wird ein bisschen knapp.
Okay. Ja! Ja! Jetzt darf uns so der Tod nicht weglesen und gegen uns kämpfen. Ich erinnere mich ehrlich nicht daran. Wie oft kann man sich das anschauen? Freude schöner Götterfunken. Nein, was wie? Na. Nein! Ein Hit! Oh, die Spannung bringt mich um. Okay, aber langsam können wir die Bosse wieder. Oh, oh mein Gott. Okay, das heißt, ich muss alles so schlagen. Ah, sehr gut. Dass ich Ressourcen für den Tod auch noch über habe. Wie man in Esperantum sagen würde, mal bonum. Ja, das ist auch sehr mal Bonum. So. Das ist mal alles. Ey. Hier muss man so viele Timings wissen. Ich frage mich, wie viele Milliarden Mal man das als Speedrunner eigentlich durchspielen muss. Vor allem ewig will ich mich damit auch nicht mehr aufhalten. Ich will heute noch ein neues Let's Play-Projekt anreißen. Wir haben ja noch nicht genug. So ein Arsch. So, ich glaube, ich habe noch was. Drei Treffer holen. Zwei Treffer, okay. Also die Lebenspunkte sind schon ein bisschen erratisch. Gut. Jetzt wäre fast einmal Leben gut. Wie wir das aussitzen und dann wird es irgendwann langsamer. Und das letzte heben wir dafür. Gut, dass seine Zielfindung da so lang ist. Okay. Ha! Crit direkt ins Auge. Hatte nur eins, aber... Das mit dem ins Auge war wörtlich. Okay, wir haben 14 Subweb-Marmor. Und ich glaube, beim Tod könnte man das brauchen. Hm. Die Todesanimation dauert fast so lange wie der Kampf. Ich glaube, bei einem Speedrunner nämlich echt.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man zu lang wartet. Vielleicht kommt dann... Das funktioniert gerade nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Na, das wär's gewesen. Das ist denn diese Phase, wo es einen ärgert, wenn man so nah dran ist, ja? Ja, okay. Ja, wenn er mich auch noch gleichzeitig abgreift. Ja, langsam wird's zermürbend. Ich glaube, wir erreichen den Punkt, wo wir einfach nach einem guten Fight zu speichern beginnen. Ich komme mit der Superweapon nicht... Nein, wir müssen mit der Wyvern anfangen. Mit der Superpeitsche, die verhält sich ein bisschen anders in der Animation. Ich schaffe es manchmal nicht, Sachen zu erwischen. So. Danke sehr. Der mit seinem Kartenspiel. Irgendwie ist das... Merke ich, man kommt in ein Pattern rein und gewinnt, oder man kommt nicht rein und man verliert fürchterlich. Und mittlerweile hier darf man sich nicht viel erlauben. 4 Bosskämpfe hintereinander. Oh, yeah. An dieser Stelle im Spiel sieht man mehr... Fleisch, also Health Heals, als im ganzen Rest zusammen. Wenn man es zusammenrechnet. Das Problem ist irgendwie, dass wenn sich der Turm dreht, ich in die eine Richtung. Ich muss nach links gehen, also heißt das, ich...
So, stompt er jetzt schon, oder? Ich glaube zwar nicht, dass ich die anderen beiden Bosse jetzt mit dem Lebenspool schaffe, aber mal schauen. Von den Katzen liegt fast auf meinem Interface drauf. Den möchte ich haben. Act 4 Boss. Gears of War, eindeutig. Nicht. Warum macht er plötzlich dieses Pattern her? Okay, den Golem könnte ich vielleicht schaffen, richtig? Ah ja, ich wollte speichern. Okay, wenn ich den Golem schaffe, seil und speichern, dann haben wir genug von den Bossen. Die werden dann nicht einmal mehr später gerochen. That was easy. Also immerhin einen ohne Treffer. Ha! Take that world. So. Jetzt speichere ich, bevor ich was Blödes mache. Vielleicht bin ich ja so unfähig, um mich heilen zu lassen. So, schau mal, dass wir den Treffer rausbeten. Hier darf man nur nicht in einer Ecke stehen. So. Das heißt, jetzt geht's gegen den Tod. Volle Leben und erstaunlich viel Subweapon-Ammo und... Yes! Ich will nichts riskieren, ich will nichts riskieren. Ich hoffe, ich sterbe es nicht noch hier. Zweite Phase oder sowas. Ja? Ah, das war ein Kampf. So. Kommt euch das bekannt vor? Jetzt geht es nochmal bergauf. Ich glaube... Vermutlich werde ich jetzt hier kein Leben kriegen, oder? Hm? Ja, also hier würde ich dann vermutlich mal sterben und neu weitermachen. So, das ist jetzt die Gräfin Bathory. Mich wegmedusiert und erstaunlich gut dafür funktioniert, dass ich zwei Leben habe. Na, probieren wir die nochmal. Kann es sein, dass der Easy Mode die eine Phase nicht hat? Hm?
Ich glaube, mit dem Leben wird das einfach nichts. Man könnte meinen, dass es vom Spiel nett wäre. Nach vier Bossen noch einmal irgendwas zu kriegen, aber nein. Na komm, es ist ja lächerlich. Entschuldigung. So. Manchmal kann ich es dodgen, manchmal nicht, okay? Stirb, 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 stirb. War das jetzt nur ihre erste Form? Nein, Easy erspart uns eine zweite, oder Hardmod hat eine Form mehr, okay. Das war Elspeth Bathory. Simon's Theme. I can has health, please. Ja, der Punktesack, ja. Okay. So. Das heißt, wir werden vermutlich noch einen Credit brauchen. Ich hoffe, der Credit Point ist hier bei Dracula. Was hat das Spiel mit den Äxten? Alter. So, wir haben uns jetzt erfolgreich durch... Ich glaube nicht, dass das Holy Water hier was bringt. Wir haben uns jetzt erfolgreich zum Endkampf durchgearbeitet. So. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Dracula himself. Also das ganze Dracula nicht erwecken war für die Katz. So. Wer irgendeinen Castlevania kennt. Ich glaube im Easy Mode haben die aber wesentlich weniger Leben. Eigentlich wollte ich das nur noch schnell hier zeigen. Ich erwarte mindestens drei Phasen, ja? Okay. So, schau mal, wo der Game Over Point, vielleicht geht ja was mit dem Leben, aber... Oh, jetzt stelle man sich mal vor, ich müsste das ohne Save State spielen. Ich würde hier an dem Spiel eine Milliarde Jahre sitzen. Ah, damals hat man auch noch... Okay, also ich würde hier oben anfangen, sogar mit... Ah, ich habe jetzt den Score verloren. Oh, naja, danke für die 2000 Punkte Spiel.
So, ich probiere es noch einmal, Dracula. Wenn es überraschend gehen soll, sind wir 19 Episoden fertig. Wenn nicht, Episode 20, Dracula or Bust, ist angesagt. Sorry. Da habe ich mir jetzt das Timing selber. So ein Arsch. Ja, da müssen wir dann noch. Übrigens ziemlich blau schaut aus. Es wirkt nicht so gesund. Ist das das? Na, violett. Okay. Liebe Kinder, geht im Jahrhundert öfter als einmal raus, sonst schaut eure Haut echt nicht gut aus. Ja, come on. Das war jetzt notwendig. Ja. Okay, Form 2. Und ich glaube nicht, dass wir das noch mit dem Leben schaffen. Ja, guter Move. Okay. Gegen den Mojo haben wir gar nichts aussetzen. So, das war jetzt, glaube ich, eine etwas längere Folge als gedacht mit, wie viel? 5 Bossfights in 80 Wiederholungen. Wer es bis hierher geschafft hat, echt Respekt fürs Zuschauen und ich verspreche, Episode 20, Dracula or Bust, Final Showdown, größer als irgendwelche Logans gegen irgendwelche anderen Leute oder sowas. Hier wird reingerödelt, Belmont gegen Dracula. Und jetzt gehe ich mal Abendessen. Das Chili soll fertig sein. Ich danke fürs Zuschauen, Zuhören. Ich freue mich über Kommentare zu meinen schmerzhaften Schreien oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal.